Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. In diesem neuen Video habe ich für euch natürlich nochmal den RC Bandito Glitch. Ihr habt das Video schon vorher gesehen bei bzw. von Seiko TV auf meinem Kanal und die Klicks waren jetzt nicht so der Hit. Es haben viele Leute danach geschrien, ja, und wollten unbedingt dieses Video sehen oder auch einen gemoddeten Bandito besitzen, ja. Ich werde euch das Ganze hier nochmal erklären und sagen, was halt hier alles zu tun ist. Er ist halt echt verdammt einfach, also noch leichter geht es eigentlich kaum. Und das ist halt für euch die Möglichkeit, bis das jetzt, ich hoffe, das wird jetzt nicht die nächsten Tage gepatcht oder so, macht ihn wirklich, ja, teilt ihn mit Freunden und so, lasst ein Like auf dieses Video da, erzählt allen euren Kumpels davon, macht es, solange das wirklich noch funktioniert. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal so einen leichten wieder haben werden, ja. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, schaut euch das ganze Video an, gut zuhören und das solltet ihr eigentlich, das ist eigentlich nicht so, dass man das nicht schaffen kann, okay? Ich habe es einmal probiert, gleich vom ersten Mal geschafft. Ich mache das in der geschlossenen Freundesitzung, könnt ihr jetzt links oben sehen und ihr benötigt dafür einen Bunker. Ihr könnt hier drin spawnen, ja, ihr könnt aber auch hier einfach einmal so reinfliegen, so wie ich, oder spawnen, das ist echt egal. Wenn ihr spawnt, braucht ihr halt den Schlafbereich dafür und ihr benötigt natürlich eine Arena für das Ganze. Arena könnt ihr hier kaufen und natürlich den RC Bandito könnt ihr hier bei Southern San Andreas kaufen, der ist, glaube ich, hier weiter unten. Und ich empfehle euch, hier ist der, 1,5 Millionen kostet der. Ich empfehle euch als Spenderfahrzeug entweder ein LG Retro Custom, ja. Ihr werdet einfach die ganzen Sachen vom Spenderfahrzeug auf den Bandito drauf werfen und später werdet ihr da, wo ihr alle sozusagen rumheult, viele von euch, und sagen, ja, ich habe keinen gemoddeten Bandito und so, deswegen hier reinschauen, zuhören. Dann werdet ihr später auch die Glitche machen können, wenn man von dem Bandito auf die ganzen Autos mergen kann, ja. Das Ganze funktioniert natürlich auf der Xbox One voll einfach. Oder ihr nehmt auch ein Winnie Easy Classic und oder auf diesem Retro, oder ihr habt schon ein gemoddetes Auto. Ich empfehle auch, ja, ein gemoddetes Auto, nicht gemoddet, also den Retro zum Beispiel oder den Winnie Easy, das Spenderfahrzeug einfach mit iFruit-Kennzeichen zu versetzen, okay? Einfach deshalb, weil ihr könnt vielleicht auch ein paar Autos danach später verkaufen. Einfach ist geiler. Ich werde einfach ein G-Twist-Kennzeichen nehmen und natürlich mit Yankton-Kennzeichen, weil es halt einfach viel geiler ausschaut, als wie die standardüblichen hässlichen Nummernschilder da, ja? Und ich fliege jetzt einfach hier rüber und wenn ihr das nicht hitten solltet etc., macht mal einen Konsolenneustart oder versucht mal die Lobby zu wechseln, ja. Es ist auf jeden Fall Fakt, dass es funktionieren muss. Ich habe auch schon jemanden angeboten, das für ihn zu machen. Wer das nicht schafft, kann mir sehr gerne seine Daten zuschicken. Also ich glaube, das muss eh jeder schaffen, ja. Wer halt echt das nicht hinbekommt, wie gesagt, kann mir da das anvertrauen. Ich habe so viele Accounts, ich brauche keine neuen Accounts. Ich habe auch so viel GTA-Geld, das interessiert mich wirklich nicht. Aber ich wäre dazu noch vielleicht bereit, das jemandem zu machen, falls er das echt nicht nach 100 Mal nicht hinbekommt, was ich aber nicht glaube. Okay, wir fliegen hier einfach nur schnell zu der Arena. Und dann braucht ihr halt über das Handy, gehen wir auch kurz rein, Kontakte. Entweder ruft ihr Simeon an oder Gerald, ja, das ist egal, wer von den beiden. Normalerweise, wenn man ein bisschen in der Lobby rumgammelt, bekommt man diese SMS dann schon automatisch. Hier, ich habe noch Gerald, coole Methode. Das funktioniert mit der SMS genauso gut, ja. So. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas erwähnen? Ja, ist halt ein bisschen schade, ja. Das Geheule war echt riesengroß. Aber angeschaut haben das Video bis jetzt nur vielleicht 900 Klicks waren das jetzt. Vielleicht die Hälfte davon hat eh schon wahrscheinlich den gemoddet gehabt. So, also wir gehen ganz normal in die Arena rein. So, Arena Werkstatt. Zusätzlich sage ich halt einfach nochmal, ich habe eigentlich alle drei Mechaniker. Falls es bei euch dennoch nicht klappt oder so, vielleicht mal schauen, ob ihr alle drei Mechaniker besitzt, ja. Auch wenn das hier, sage ich mal, nicht Voraussetzung ist. Aber es kann alles sein. So, also wir holen jetzt einfach uns, passt auf, hier mein Bandito ganz normal mit richtig geilen hässlichen Felgen. Und jetzt könnt ihr halt hier könnte ich jetzt einfach den Winnie Easy Classic nehmen, ja, der hat schon Big Dogs Felgen. Ihr könnt natürlich dann die Felgen wechseln, ja, die Bennys Felgen, was euch halt da taugt. So, ich glaube, ich nehme hier den Jugular.
weil er hier schon bei mir die grünen Scheiben hat, ja, die ungeklickten Big Dogs Felgen auf dem Kennzeichen ist mein G-Twist Kennzeichen und die Yankton Platte. Ja, ihr seht es, die sieht halt einfach wesentlich geiler aus. Macht einen geilen Lack drauf. Und solche Fragen wie, ja, ich weiß nicht, es hat jemand auch gestellt, Cool Eyes oder so, ja, der hat gefragt, ja, ob man hier auch dann die ganzen Sprengsätze und so übernimmt. Das ist alles irrelevant. Ja. Hier geht es nur um den Bandito und um das Spenderfahrzeug. Wir wollen ja wirklich die geilen Felgen auf dem Bandito haben. Fertig. Ihr könnt hier aus dem Menü rausgehen, Kreis, einfach Fahrzeug verlassen. Ich habe mein Spenderfahrzeug hier drin. Ja, grüne Scheiben, geile Felgen. Und das ist apropos auch ein gemoddetes Auto. Ja, das sollte eigentlich nicht die Felgen drauf haben, aber das ist auch egal. Ihr könnt halt ein Retro reinpressen hier. Dann geht ihr hier ganz normal zu dem Bandito hin, ja, holt das Handy raus, geht auf, nein, nicht Internet, zurück, geht auf Jobliste und dann wählt ihr halt diesen Job. Oder ihr könnt halt hier von mir aus auch Simeon anrufen und dann einfach diesen Job anfordern. Ja, wir machen das jetzt auch noch so zusätzlich einfach mit Simeon. So fordert ihr den Job an. So, und falls wir machen das zuerst so, wenn es hier bei euch nicht geklappt hat, ja, dann müsst ihr pro Fail immer wieder zurück in dieses Spenderfahrzeug, okay? Weil ihr könnt dann hier noch 300 Mal das versuchen, wenn ihr dann aber nach einem Fail nicht im Auto drin wart, wird es nicht klappen. So, ich stelle mich hin, hol das Handy raus, gehe auf die Jobliste, Simeon Verfolgungsjagd, gehe hier ganz normal rein. So, ich ziehe jetzt natürlich mein Headset an, weil ihr werdet dann im Hintergrund, ja, wenn ihr hier in der Mission drin seid, drückt ihr die R1 oder RB, ja, hier werden dann hier diese Namen von der Liste hier aufgezählt, ja, was kommt hier alles mögliche raus, ihr seht ihr, ja. Ich brauche jetzt hier nur ein bisschen zu warten oder nicht, das ist kein Timing-Part. Ihr braucht nur hier die Steuerkreuztaste nach rechts zu drücken. Okay, falls bei euch das Menü rauskommt, müsst ihr den hier Part komplett schnell machen. Schnell in die Mission, R1, Pfeiltaste nach rechts. Man hört sogar noch das Klicken von dem Menü, ja, von dem Bandito. Und da müsst ihr halt schnell sein, falls bei euch links oben das Menü rauskommt mit dieser Werkstatt. Ist bei mir nicht der Fall gewesen. Ich kann jetzt einfach hier Kreis drücken, nochmal Kreis. Raus aus dem Job. Und normalerweise sollte, ja, er ist schon gemoddet. Ja, falls er jetzt hier nicht gemoddet sein sollte, ja, er hat nicht die Felgen, was ihr auf dem Spenderfahrzeug habt, dann steigt ihr einfach hier nochmal rein, geht in die Werkstatt rein, Kreis-Kreis-Fahrzeug verlassen, geht wieder hin und versucht einfach den nächsten Versuch. Es ist halt wirklich, wie gesagt, Lobby auch, es kann auch Lobby basiert sein, dass ihr auch mal vielleicht die Lobbys wechseln müsst. So, und jetzt dürft ihr nicht vergessen, einfach hier irgendwas zu ändern. Nee, Fenstern tue ich nicht, Reifen auch nicht. Ich empfehle euch nicht jetzt hier. Hier gibt es keine Bennys, seht ihr das? Nur Luxus, Lowrider. Wenn ich die jetzt hier gegen die eintausche, dann sind halt die Bennys weg. Macht es nicht, ich habe die Bennys drauf. Kann man einfach nur zum Beispiel, einfach nur, keine Ahnung, hier die Lackierung wechseln. Macht es einfach, Metalle, zack, zack, gewechselt. Kreis, Kreis, nochmal Kreis, Werkstatt verlassen. Und das Ding ist geritzt, ja, das war's auch schon. Also, ich hoffe, ihr habt das verstanden, ja. Lasst ein Like da und ich denke, wir hören uns natürlich mit dem nächsten Video. Peace.